Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hi Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Ne? Ja, ich habe noch ein paar Teile mitgebracht. Gestern musste man ja leider abbrechen. Das war ein bisschen blöde. Ja, Akku leer und kein Licht und alles futsch da. Jetzt machen wir heute hier weiter, ne? Im Hellen. Das Wetter geht auch. Und wollen mal zusehen, ja, dass wir den Roller jetzt endlich hundertprozentig in Ordnung kriegen, weil ich will keinen Pfusch machen und diese Teile habe ich euch ja gezeigt, das war doch alles von Arsch, wer macht denn sowas? Ja, ich muss mich immer beeilen, weil heute ist natürlich ein bisschen mehr Verkehr. Wir gehen jetzt bei, machen den Vario-Deckel auf und dann müssen wir mal gucken, wegen Keilriemen und Variomatik, ne, dass das alles top ist. Ja Leute, jetzt nochmal für die Leute, die das nicht gesehen haben. Das ist hier das Alte, das ist das Neue. Und ich zeige euch das mal, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Hier bei dem Neuen, die Hülse sitzt ganz fest. Hier bei dem, seht ihr, und das ist nicht die falsche Hülse, sondern das ist ausgeschlagen. Hier haben wir das gleiche Spiel, das hole ich aber gleich nochmal näher ran, damit ihr das sehen könnt. Hier fehlen erstmal diese Plastikteile, die hier drauf sein müssten und dann ist es hier ausgeschlagen. So, mache noch mal in Naheinstellung. Hier könnt ihr das zum Beispiel extrem sehen. Das hat gearbeitet. Wenn da natürlich die Teile nicht drauf sind, ist das ganz klar. Und so sollte es aussehen und so sieht es aus. Also, dass das alles natürlich eine Katastrophe ist, ist vollkommen klar. So, wenn ich jetzt hier mit der Hand drüber fasse, dann habe ich hier ein Grat drin. Ich zeige euch das mal. Das kann man jetzt so nicht sehen. Ne, oder nur so ein bisschen. Ich sehe es natürlich, ich habe ja auch die Brille auf. Wenn ich jetzt hier rüber gehe mit der Hand, dann merke ich das. Jetzt versuche ich aber, dass ihr das auch seht. Normalerweise wäre ein Tempo besser gewesen, wenn ich jetzt hier mit dem Papier rüber gehe. Ja, hier geht es nicht. Dann merkt man normalerweise, dass hier so kleine Fusseln hängen bleiben. Ne? Und das ist ganz klar, wenn der Keilriemen hier rüber geht, ne? Dann muss der irgendwann wegfliegen. So, das ist hier der Keilriemen. Da seht ihr, also das sieht schon ziemlich böse aus. Ne? Und das Problem ist, hier ist eine Nummer drauf. Und zwar hier ist die. Ne? Hier unten seht ihr, das ist 17,5 und hier steht 729. Und das ist normalerweise das Maß, was da reingehört, ne, wenn wir den Glauben schenken. Das sind hier die beiden Hülsen, hier die neue. Ne, darauf achten, die Länge stimmt, der Durchmesser sollte auch stimmen und hier ist es auch schon so ein bisschen so. Das kann man allerdings sauber machen mit ein bisschen Schmirgelpapier. Hier sind auch schon Ablagerungen, aber wenn, dann nehmen wir alles neu. Wenn wir dann hier schon dran sind und haben alles auf, dann überprüfen wir auch hier die Simmerringe, ob die dicht sind. Ja, ich habe meinen Pinsel vergessen, das ist nämlich noch ein bisschen schmutzig. Das machen wir hier vorne und das machen wir dann natürlich bei der Vario bzw. bei der Kurbelwelle auch. Also hinten haben wir gemacht, hier auch. Ein bisschen schmutzig, aber wir sehen, das ist alles trocken und insofern sieht das alles gut aus, weil hier kann zum Beispiel auch Fremdluft reinziehen hier vorne, ne? Und das ist alles nicht gut, aber das ist hier top. Ich habe hier noch einiges an Teilen mitgebracht, Keilriemen, da muss ich jetzt gucken, ob ich die passende Nummer habe, Vario-Kugeln, ne? Dann noch eine Variomatik, dann Fett für die Kupplung, Freilauf eventuell und natürlich die Maske nicht vergessen. Die Kupplung war auch extrem schwergängig. Ich habe geguckt, hier könnt ihr das sehen, da ist aber eine Originalfeder drin, nur da ist Rost drauf. Deswegen gehe ich jetzt mal bei und sprühe das mal hier ein bisschen ein. Normalerweise könnte man sie auch auseinanderbauen. Aber ich sprühe sie erstmal ein. Die muss schwer gehen,
Aber das war hier ein bisschen extrem. Es sei denn, sie hätte eine andere Farbe, da gibt es ja verschiedene. Und das Öl natürlich abwischen hier, dass hier nicht irgendwas drauf ist. Und auch gucken, dass diese Fläche auch glatt ist von der Kupplung. Hier kann man sehen, hier sind doch leichte Ablagerungen, aber mit ganz feinem Schmiegelpapier. Ne, 2000er oder sowas oder 1200. Wenn wir hier rüber gehen, kriegen wir das weg. Hier drin gucken wir auch noch mal. Da ist das Nadellager. Ne, ob das soweit in Ordnung ist und werden das natürlich auch ein bisschen fetteln. Die Kupplungsbelege sehen soweit noch gut aus. Wir fassen da auch mal rüber. Ne, kann man auch eventuell mit ganz feinem Schmiegelpapier rübergehen, wenn hier Ablagerungen sind. Tja, ich messe jetzt noch mal vorsichtshalber alles nach. Ne, ja, weil ich diese Bezeichnungen sind teilweise auch schon weg. Deswegen habe ich hier ein Maßband mit. Und da sieht man, normal soll der 17,5 haben. Und der hat hier jetzt nur noch, ja, 16 oder 17. Also das heißt, seitlich hier hat er auch schon Abrieb gehabt. Ne? Ja, passiert halt. Ja, Leute, ich überprüfe jetzt nochmal den Freilauf. Da seht ihr, kennen ja die meisten von euch. Wenn ihr den so rausdrückt, ne, dreht und macht dann, zack, muss er wieder zurückgehen. Dann sollte man darauf achten, dass die Zahnräder gut sind. Und dann werde ich jetzt beigehen und werde den ein bisschen mit normalem Fett, ne, von einer deutschen Firma sogar, ne, werde ich das hier einfetten, dann läuft das Ganze noch ein bisschen runter. Ja, dafür dreht man den so zurück. Dann gehen wir hier mit dem Fett bei. Ich hoffe, dass hier jetzt was rauskommt. Und dann machen wir das hier so hin. Ja, ist schon ein bisschen älter, das Fett. Und drücken das hier so rein. Wischen natürlich das Überschüssige dann ab. Ja, wenn jetzt kommt was. Ja, jetzt habe ich das eingefettet. Zack. Ja, so ein bisschen Fett schadet nicht. Wie gesagt, abwischen hier rum noch. Das läuft. Ich habe eine ganze Menge von den Kugeln da. Also die passen nicht. Seht ihr die Bezeichnung? Hier haben wir 8,5er, die würden passen. Hier haben wir 5,5er. Hier sind die, die da drin waren. Hier finde ich leider keine Bezeichnung, genau wie auf denen, die da drin waren, was extrem schade ist. Wenn man sich jetzt die mal anguckt, das sind die, die ich reinmachen werde hier. Und dann, ne, also diese, das sind die alten hier. Die sehen doch schon ein bisschen eckig aus. Ja, also teilweise finde ich es echt schlimm. Ne, und das macht halt immer ein bisschen was aus. Ne, wenn denn richtig und dann vernünftig. Und es sind ja nur 7,50 Euro, 10 Euro oder so. Das sind ja nicht die Wahnsinnsbeträge. Tja, der neue Riemen ist jetzt drauf, wie ihr seht. Hinten gucken wir sogar, habe ich auch schon drauf gesetzt. Jetzt kommt die Steigscheibe noch drauf. Ne, und dann der Nehmer für den Kickstarter hier. Und dann ist es eigentlich zum großen Ganzen erledigt. Tja, jetzt ist alles fest. Ne, hier der Riemen hängt auch nicht durch. Ich habe alles nachgemessen. Das müsste eigentlich funktionieren. So, es gibt ja so viele Riemen. Ja, das ist wie bei den Männern. Jeder hat einen anderen und jeder hat eine andere Bezeichnung. Ja, wenn wir hier nochmal schauen würden. Hier ist so ein Kabel. Das hat mich schon immer ein bisschen verwundert und habe gedacht, ja, was für ein Kabel läuft daran. Ne, so, wenn ihr jetzt hier seht, haben wir hier einen Sensor. Und ich gehe mal davon aus, ne, dass das mit der Drehzahl zu tun hat. Natürlich kenne ich ein Drehzahlmesser, aber nicht hier, dass der da hinten an der Kupplung sitzt. Ne, vielleicht weiß es ja von euch der eine oder andere besser, dann könnt ihr mir das ja gerne schreiben.
Ja, meine Lieben, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ne? Alles wieder zusammengebaut. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ist ja auch schon wieder ein bisschen frisch. Ne? Schlüssel rumdrehen. Also ich würde sagen, das ist nicht schlecht. Der klingelt auch nicht mehr beim Nachbarn. Also insofern ist das auch alles okay. Aber jetzt kommt natürlich noch, ist ganz wichtig, immer alles überprüfen. So, ne, weil wir haben ja hier noch ein Modell mit Kickstarter. Die modernen haben das ja nicht mehr, also gehen wir jetzt bei Kickstarter. Schlüssel habe ich rumgedreht. Ja. Ja, auch gut. Ist ja ein bisschen wie eine Autobahn, ne? Ja, ist ja inzwischen auch Berufsverkehr, Leute. Jetzt kommt das Wichtigste, wo ich mich immer am meisten drauf freue. Ne? Ja, nicht mein ganzes Werkzeug zusammensammeln oder den kalten Kaffee trinken. Probefahrt. So Leute, ja, ich habe Ökostrom angemacht. Ne, wir müssen jetzt noch hier, ich mache immer nicht alle Schrauben dran. Ne, falls da was nicht in Ordnung ist, müsst ihr die nicht alle wieder abbauen. Wir machen jetzt noch die letzten 4 Schrauben dran. Und dann, naja, gucken wir mal, ob das Ding auch richtig läuft. Ja Leute, ist ja ne, richtig Verkehr hier, aber was wollen wir machen? Ne? Karre an. Und Probefahrt. So, der stolze Besitzer macht jetzt auch noch mal Probefahrt, wie sich das gehört. Gucke, da kommt er an.